Violette war es knapp und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf den VP Clan Kanal von VP Rikusa. Ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt, wieso kommentiert sie schon wieder und wieso wird das andere Video von ihr gelöscht. Ja Leute, ich habe Visa, also Sascha und Samida, das löschen lassen, weil ich damit extremst unzufrieden war mit diesem Video und ich da einfach keinen Bock drauf hatte, weil mich das selber richtig abgefuckt hat, wie kacke es war. Und aber ich möchte da mehr jetzt auch nicht drüber reden, das ist jetzt weg und alles cool und ich werde mich jetzt auf jeden Fall bemühen, noch mehr bemühen. Also eigentlich schlechter kann das Video gar nicht werden. Deswegen, let's go mit meinem Video. Ja Leute, heute kommt ein Top 4 dumme Fragen. Ich werde halt 4 dumme Fragen vorlesen. Ich werde die auch mal einblenden und das ist Fragen, wenn die sich einfach nur so... Ja doch, es sind eigentlich schon Fragen. Also, let's go einfach mal. Ja, 4. Platz ist von der Online-Telekom-Bewerbungsseite-Dingens. Ist ja auch egal. Da steht als erstes, im Ernst, sind ihre Eltern Geschwister. Ich weiß ja nicht, was Telekom alles schon erlebt hat, aber ich glaube nicht, dass es normal ist, dass die Eltern Geschwister sind. Weil, einfach, nein. Wieso sollten die Eltern Geschwister sein? What the fuck? Und wer sollte das auch bitte schon als... Wer hat da schon mal jemals einen Haken? Ja. Wer? Vielleicht mal aus Spaß einer, aber nicht ernst gemeint. Das kann man mir nicht erzählen. Gut, hat mir das mal geklärt. Also, das ist schon wirklich dumm, sowas. Egal, Top 3 oder Platz 3 ist von gutefrage.net. Folgendermaßen, jemand fragt, kann ich mit einem deutschen Personalausweis nach Istanbul fliegen? In Klammern Urlaub. Schreibt jemand darauf. Nein, du brauchst ein Flugzeug. Alles klar. Du kannst natürlich nicht mit einem deutschen Personalausweis nach Istanbul fliegen. Das ist unmöglich. Du brauchst einen türkischen. Du musst ein Türke sein, um dahin zu fliegen, mein Lieber. Du musst es einfach können, ja? Du musst es einfach. Du musst einfach Türke sein. Du musst einfach Türke sein, um nach Türkei zu fliegen. Einfach so. Aber ist auch egal, Leute. Juckt die nicht. So, Frage Nummer 2 ist, braucht man eine Internetverbindung, um mit der PS3 online zu spielen? Ich möchte deine Frage jetzt gerne beantworten und das ernst gemeint. Folgendermaßen, du brauchst, um online spielen zu können, keine Internetverbindung. Du kannst einfach die PS3 anmachen, brauchst sogar keinen Controller, du kannst sie einfach so bedienen. Du musst einfach auf deinen Monitor drauf drücken, ist Touch, ja, das ist ganz neu. Und brauchst auch kein Internet, du kannst einfach Black Ops 2 starten, MW3, MW2 oder vielleicht auch Little Pony und einfach zocken. Nice, diese Frage ist echt der Hammer. So, und die letzte Frage, die Überschrift ist, was soll ich machen? Fragezeichen, Fragezeichen. Letztes Jahr habe ich mir zum ersten Mal eine Bravo gekauft. Natürlich finde ich sie cool. Aber als ich in den Astro-Kalender schaute, bei meinem Sternzeichen, habe ich gesehen, dass ich Sonntag Sex haben werde. Doch ich bin erst 12. Ich habe jetzt große Angst vor Sonntag und ich weiß nun überhaupt nicht, was ich tun soll. Könnt ihr mir helfen? Alles klar. Wegen einem Blatt Papier, wo drauf steht, dass du, was weiß ich, wenn du Krebs bist oder Zwilling, wie ich zum Beispiel, oder Waage, hast du genau an diesem Tag Geschlechtsverkehr mit 12. Und oh, Mann, warum fragt man sowas? Auch mit 12 muss doch einem klar sein, dass es nur Gelaber ist. So, wisst ihr, vor allem Bravo. Bravo ist die beschissenste Zeitung, also so, ich sag mal, Jugendzeitung, die es gibt. Finde ich einfach kacke, sowas. Wieso fragt man sowas? Frag doch deine Eltern. Hast du keine Eltern, Mann? Oh, und da liest du was einfach überhaupt nicht. Mach's einfach nicht. So, egal. Bin aufgeregt. Mein anderes Thema wird sein, oder ist jetzt, nochmal wegen dem Livestream von Black Ops 3 und wie ich so meine Ansätze an Black Ops 3, so meine Erwartungen. Ich habe schon mal die Beta gespielt, Leute. Also ich habe schon ein bisschen Ahnung, so wie die Waffen sind und die 4 Maps, oder waren das 3? Ich weiß, dass auf PC waren es, glaube ich, nur 3 oder 4. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Also auf PC hat es richtig Bock gemacht. Nur halt auf PC hat es auch ein bisschen geleckt. Das war halt noch nicht so nice, aber halt, glaube ich, Activision, hat darauf geantwortet, dass es halt, die Beta auf PC halt noch nicht komplett ausgereift war, aber dass dafür halt das Spiel, das fertige Spiel halt wirklich geil wird. Also auf jeden Fall keine Lags und so weiter. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Die Waffen sind auch richtig geil, vor allem die M8A7 heißt sie, glaube ich. Doch, müsste eigentlich M8A7 irgendwie heißen. Irgendwie so, die Waffen sind nicht richtig geil. Aber meine Lieblingswaffe war eigentlich die AK-7. Ich glaube, so hieß sie. Letztes Jahr in Black Ops 3. Ich fand die auch richtig fresh. Also ich habe eigentlich schon hohe Erwartungen an Black Ops 3. Ich denke mal, das wird auch ein richtig geiles Spiel. Also brauchen sich wieder irgendwelche Leute kommen, die meinen, das wird wie AW. Immer diese Leute, die das meinen, das wird wie AW. Wahrscheinlich haben die Hälfte von den Leuten, das wir wahrscheinlich nicht mal die Beta gespielt.
Also es wird auf jeden Fall nicht wie AW, Leute, weil es ist, nein, das ist, nein, nein, ist einfach nicht. Es wird geiler, es wird Bock machen, ich weiß einfach. Und der Livestream, Leute, der wird nicht auf den VP Clan Twitch Channel sein, sondern auf meinem Twitch Kanal, VP_Rikusa. Könnt einfach auf meinem YouTube Kanal vorbeikommen, vorbeischauen. Da wird dann an dem Tag, wo ich livestream, auch ein Video dann erst hochladen, dann einfach da vorbeischauen, auf den Link klicken. Ja, Leute, das was eigentlich jetzt von mir. Im Hintergrund seht ihr eine Triple, habt ihr eine Triple Nuklear mit einem 100 Plus gesehen. Also Triple Nuklear plus 100 Plus. Ach, plus 100 Plus, alles klar. Von dem Danny. Unten schon wird sein Game, wird sein YouTube-Link verlinkt sein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut raus. Und ciao.